Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass sich Marina Weißband als eiskalte Hetzerin entlarvt hat. Im Folgenden zeige ich euch einige Redepassagen aus Unfair aber blöd vom 10.02.20. Wenn ihr ihre Aussagen völlig unerträglich findet oder ihr sie schon kennt, könnt ihr die nächsten 5 Minuten überspringen. Frau Weißband, eine monatelange Hängepartie, bis zum Sommer vielleicht, bis zum Dezember, so hat es AKK vor. Die Suche nach einer neuen Parteiführung in diesen bewegten Zeiten, wie beunruhigend finden Sie das? Mir macht die ganze Situation im Moment enorme Angst, weil ich sehe, dass es in der CDU sehr, also der Großteil der CDU, darauf vertraue ich weiterhin, ebenso wie auf den Großteil der FDP. Aber ich brauche es, ich brauche die Sicherheit dieser beiden Parteien, dass sie diese Mauer halten, weil in dem Moment, wo eine Werteunion... Darf ich eine private Frage stellen? Sie entstammen einer jüdischen Familie. Ja. Die Brandmauer, von der Sie sprechen, wie sehr ist das Thema bei Ihnen in der Familie? Nur, ich bin beunruhigt, meine Familie ist beunruhigt, meine Freunde sind beunruhigt. Wir sehen den Ernst der Lage und es ist ein großer Ernst. Finden Sie keine beruhigenden Worte aus Ihrer Kenntnis? Sie sind eine ganz andere Generation als Ihre Eltern und Großeltern, zu sagen, Leute, wir haben andere Zeiten. Nein. Wissen Sie, was mich beruhigt? Was mich beruhigt hat, war die überwiegende Reaktion der Deutschen, die sofort gesagt haben, das ist ein Tabubruch. Und dieser Sturm, der darauf kam, das hat mich tatsächlich beruhigt und getröstet. Was mich beruhigt hat, war bei den Himmeln ein Markus Söder, der sich sofort hingestellt hat und gesagt hat, das geht nicht, da ist die Grenze. Was mich beunruhigt, ist ein Herr Lindner, der keine klare Trennung gezogen hat bei seinem ersten Auftritt nach der Wahl. Beruhigt Sie denn, dass jetzt vor Parteizentralen, das hat die FDP so auch noch nicht erlebt, demonstriert wird? Solange die FDP und ihre Mitglieder nicht bedroht werden, solange ihnen keine Gewalt angedroht wird, die Demonstrationen beruhigen mich enorm. Mhm. Aber es hilft halt auch nicht, dass Herr Lindner nicht nur uneindeutig reagiert hat. Es geht ja nicht nur darum, dass die FDP sich hier hat wählen lassen von der AfD, sondern dass sie teilweise, und gerade Herr Lindner hat sich dessen ein paar Mal schuldig gemacht, ihre Geschichten erzählt. Dass sie erzählt irgendwie, ich kann beim Bäcker ja gar nicht mehr wissen, wer rechtmäßig hier ist oder nicht. Das sind nicht die Worte eines großen Liberalen, das sind die Worte eines rassistischen Schildbürgers. Und ich verstehe nicht, warum er sie bemüht. Die Geschichten, die wir erzählen, sind das, was dieses Land vor dem Faschismus schützt. Nicht, wie wir im Zweifel abstimmen, denn wenn Extremisten schon im Parlament sitzen, haben wir auch so schon ein Problem. Es ist die Frage, welche Geschichten wir erzählen. Und die Werteunion erzählt Geschichten, die der AfD in... Linkspartei und die AfD beide auszuschließen und zu sagen, mit den Rändern arbeiten wir nicht. Frau Weißband, Sie haben letzte Woche was Interessantes geschrieben. Wenn man von den Rändern in der Politik rede, würde man kostenlose Kita-Plätze und Faschismus gleichsetzen. Können Sie das mal erklären? Bodo Ramelow hat die letzten 5 Jahre im Wesentlichen sozialdemokratische Politik gemacht. Wenn man aber sagt, wir grenzen uns gleichermaßen von AfD und Linken ab, dann grenzt man sich gleichermaßen von, das ist eine der Sachen, die er gemacht hat, kostenlose Kita-Plätze, Mietendeckel, und Faschismus ab. Und das ist nicht okay, das ist in keiner Welt okay. Ich glaube, dass diese Abgrenzung nach links und rechts niemals grundfrei ausgesprochen werden darf, sondern sie muss immer begründet werden. Und hier ist die Begründung, dass die AfD ganz klar den Konsens verlässt, dass die Würde aller Menschen unantastbar ist. Mhm. Und alle, die das nicht so sehen, sind Demokraten. Und deshalb ist diese Abgrenzung auf beide Seiten etwas, das gerade im Osten zwangsläufig die CDU in eine riesige Sackgasse führt. Darf ich einen kurzen Einwand bringen? Wenn Ostdeutsche sagen, das sind nicht nur Kita-Plätze, sondern da sind auch Menschen in der Linkspartei immer noch auch aktiv. Mit denen verbinde ich was ganz anderes. Von Schießbefehl bis Ausgrenzung, eine Verlängerung der SED-Herrschaft mit anderen Mitteln. Ist das nicht auch ein mögliches Motiv zu sagen, wir wollen als Union damit nichts zu tun haben, ich möchte als CDU-Wähler mich davon nicht in einer Koalition wiederfinden lassen? Erstens, ich respektiere das und ich würde diese Frage gerne mit mehr Ostdeutschen in so einer Runde besprechen. Ich bin nach Westdeutschland gegangen, aber ich bin aus der Ukraine gekommen. Also ich weiß, was Sozialismus ist. Das ist mir auch nicht fremd. Und ich glaube, in diesem konkreten Fall
wenn man sagt, wir koalieren oder wir arbeiten lieber zusammen mit jemandem, der Faschist genannt werden darf, aus Gründen, weil seine eigenen Parteifreunde sein Schriftwerk nicht von Mein Kampf unterscheiden können, anstatt irgendwie uns mit einer Linken auch nur zu verständigen. Das ist problematisch. Und wenn man nicht in dieser Situation sein will, und ich verstehe absolut, warum die CDU und die Linke clashen müssen, und das muss so sein, und das ist auch wichtig für die Demokratie, dann muss man die Sache von Anfang an anders angehen. Dann darf man gar nicht erst zulassen, dass die AfD so viele Stimmen bekommt. Und das ist der wesentliche Fehler, der bisher gemacht wurde. Und zwar nicht nur von der CDU, sondern da müssen sich alle Parteien an den Hut fassen. Wir müssen mehr in die Kommunen gehen. Wir müssen mehr mit den Menschen in Sachfragen demokratische Entscheidungen treffen können. Wir müssen mehr öffentliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und wenn die Menschen, die dort in der Kommune auf einem Treffen auf kommunaler Ebene AfD-Wähler sind, sich als solche zu erkennen geben, was dann? Menschen sind nicht verheiratet mit der Partei, die sie wählen. Menschen, das ist der große Unterschied zwischen dem, wenn AfD-WählerInnen Musliminnen und Jüdinnen ausschließen. Die können nicht aus ihrer Haut, die können nicht anders werden, als sie geboren wurden. Aber wenn ich mich mit AfD-WählerInnen unterhalte, und das Schicksal will es, dass ich das oft tun muss, stelle ich oft nach wenigen Sätzen fest, die haben viele Probleme und die sind mit vielem unzufrieden. Und in Wirklichkeit, wenn man tief taucht, sind Ausländer nicht das Problem. Sondern das Problem sind oft ganz andere Sachen. Und wenn man diese Sachen ernst nimmt, kann man den Nationalismus, den Rassismus in die Mülltonne werfen und mit den Menschen weiter in ein Gespräch führen. Also ich finde, Herr Blass, von den Politikern der Altparteien ist man vieles gewohnt. Von einer Marina Weißband, die einem früher vielleicht mal ansatzweise sympathisch vorkam, da hätte ich so etwas nicht erwartet. Sie hat keinen Posten zu verlieren. Sie macht es aus reinem Herzen. Und das macht es besonders schlimm. Sie entmenschlicht auf das Schlimmste. Und das Perfide ist, sie führt ihre Herkunft an die Juden. Das heißt, das, was ihren Mitreligionsgenossen passiert ist, das instrumentalisiert sie, um sich als moralisch besonders hochstehend zu präsentieren. Das ist besonders widerlich. Sie macht mit der AfD genau das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Sie entmenschlicht die AfD. Sie blendet auf unausgewogene Weise alles aus, was für die AfD spricht, und probiert, Sachen gegen die AfD ins Feld zu bringen, die unausgewogen sind, nicht stichhaltig sind und verzerrend sind. Sie differenziert nicht, sie unterscheidet noch nicht mal, also Höcke ist meiner Meinung nach auch kein Nazi, wenn man sich mal seine ganzen Sachen genauer anguckt. Höcke sagt selbst, er kann zu jedem, zu allem, was er sagt, stehen. Nur die Formulierung ist nicht scharf genug, sodass ein Interpretationsspielraum bleibt. Aber Marina Weißband setzt alle anderen AfD-Mitglieder mit Höcke gleich und stellt sie als rechtsradikal dar. Sie ignoriert, dass es einen Judenverband bei der AfD gibt. Sie ignoriert, dass die AfD die einzige Partei ist, die sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzt und nicht vorbehaltlos, kritiklos den Islam als normale Religion wie jede andere, die zu Deutschland dazugehört, ansieht, sondern sie kritisch betrachtet. Dass der Islam normal ist, als normal angesehen wird, ist unnormal. Seit jeher wussten Philosophen und Politiker um die Gefährlichkeit des Islams. Und sie drückt sich heutzutage unverkennbar überall auf der Welt aus. Überall ist in den islamischen Ländern Krieg. Andere Religionen werden unterdrückt. Demokratie gibt es nicht. Das ist unübersehbar, unverkennbar und es ist im Koran überall nachlesbar. Die AfD ist die einzige Partei, die sich davon merklich distanziert. Die anderen Parteien befördern den Islam in Deutschland und vor allen Dingen nicht die gemäßigten Islamleute, sondern diese Leute, weil sie Rückendeckung verspüren, indem alles verschwiegen wird, indem ein Köln verschwiegen wird, indem Ehrenmorde verschwiegen werden, schlimme Morde von Moslems, die eben im Namen, die erkennbar im Kontext der Religion ausgeführt wurden, werden verschwiegen. Das alles ignoriert Marina Weißband.
Ich finde das so abstoßend und widerlich. Ich finde es eigentlich noch, also ich finde es ganz besonders widerlich, weil sie ihre jüdische Herkunft bemüht und sich wie Friedmann, es ist eigentlich ähnlich wie Friedmann, sich so als moralisch besonders hochstehend darstellt. Es ist einfach nur ekelhaft, den Opferstatus zu bemühen, um andere zu diffamieren und eigentlich genauso zu behandeln, wie ihre Religionsgenossen behandelt wurden. Es ist einfach nur abartig. Es ist, ja, also mit das Widerlichste, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Ich hätte das nicht gedacht, aber ich habe Marina Weißband auch nicht so gut gekannt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Und wen ihr noch besonders schlimm findet. Macht's gut.